Ja, in dem Video beschäftigen wir uns mal mit dem sogenannten Bubble-Sort-Algorithmus. Was ist der Hintergrund? Wir beschäftigen uns ja gerade mit der Ordnung der natürlichen Zahlen. Und immer dann, wenn man sich mit Ordnung befasst, dann kann man sich auch mal überlegen, was ist eigentlich, wenn man Unordnung hat, ne? Also wenn die Dinge nicht so richtig in der richtigen Reihenfolge liegen. Dann muss man da Ordnung reinbringen in die Unordnung. Man muss also die Dinge ordnen. Hat man häufiger, ne? Beispielsweise hier beim Computer, wenn ich da jetzt hier mal so ein Verzeichnis aufmache mit Dateien, da sieht man hier die Dateien, die sind jetzt völlig durcheinander hier vorne angezeigt, ne? Aber man möchte sie ja vielleicht in der richtigen Reihenfolge anzeigen, das heißt, man ordnet die Zahlen nach einem bestimmten Prinzip. Die Zahlen sage ich schon, also die Dateien hier, ne? Beispielsweise könnten wir sagen, ich hätte gerne die Dinger in der alphabetischen Reihenfolge. Also man würde es gerne alphabetisch ordnen. Übrigens, manchmal sagt man hier auch sortieren, ne? Man will das sortieren, alphabetisch sortieren. Ich denke mir manchmal, unter sortieren versteht man eigentlich was anderes, ne? Sortieren kann man beispielsweise Socken nach Farbe. Hier ist es so, da bringt man die Dinge hier in eine gewisse Ordnung, das heißt, man ordnet eigentlich. Trotzdem spricht man später dann von Sortieralgorithmen, nicht von Ordnungsalgorithmen. Na gut, aber wir wissen, die Umgangssprache unterscheidet da vielleicht nicht so sauber, aber hier wollen wir ordnen. Also die Objekte in eine Reihenfolge bringen, gemäß einer gewissen Ordnung, beispielsweise hier der alphabetischen Ordnung. Und dann wissen wir, hier oben kann man einfach auf Name draufklicken und schon ist es in der richtigen Reihenfolge. Ja, A, 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 B und so weiter. Und wenn der erste Buchstabe gleich ist, wird der zweite genommen. Da sagt man auch lexikalische Ordnung zu. Spielt jetzt aber keine Rolle. Also, die haben jetzt hier in die richtige Reihenfolge gebracht. Kann man auch umgedreht machen, ne? Also absteigend die Reihenfolge. Ich kann hier auch nach Datum ordnen. So rum oder so rum, ne? Oder nach Größe ordnen, wie ich will. Und man sieht, der Computer, der macht das ziemlich schnell, ne? Also es dauert praktisch, da muss man nicht lang warten, bis er das geordnet hat. Es geht relativ flugs. Okay, der Computer ist auch eine schnelle Maschine, aber trotzdem ist Ordnen auch letztlich eine Aktivität, die ein bisschen Zeit dauert, ne? Die Dinge, wenn ich schon mal vor, ich habe jetzt hier 10.000 Dateien, da muss man schon ein bisschen System haben, wenn man da Ordnung reinbringen will. Und der Computer macht es ziemlich schnell, insbesondere weil man ihm ein Verfahren an die Hand gegeben hat, mit dem er relativ schnell das machen kann. So, jetzt gucken wir uns hier mal, gehen wir wieder zurück. Also wir wollen wissen, wie macht der Computer eigentlich sowas? Da gibt es jetzt verschiedene Verfahren, mit denen ein Computer Dinge ordnen kann. Wir gucken uns jetzt heute mal einen Algorithmus an, nämlich den Bubble-Sort-Algorithmus. Das ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Verfahren, aber eins, mit dem man relativ leicht erklären kann, wie überhaupt so ein Algorithmus beschaffen ist. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine wohl definierte Folge von Handlungsanweisungen, die der Computer abarbeiten muss. Letztlich Befehle, ja? Der Computer ist ein Befehlsempfänger, dem muss man sagen, mach erst das, mach erst das, mach erst das. Der macht es auch bereitwillig in der Regel, ne? Also der weigert sich nicht oder so. Ja, und wenn die Befehle sinnvoll irgendwie sind, ne, dann kommt am Ende auch was Sinnvolles raus. Wie beispielsweise bei einem Rezept, ja, also Rezept ist auch so eine Art Algorithmus, Handlungsanweisungsfolge, ja. Wenn man also sagt, hier erstmal 5 Eier, ne, dann Mehl, 300 Gramm und dann kommen noch, was weiß ich, ne, Schokolade rein und so, und dann wird das Ganze rumgerührt und kommt in den Ofen und bei so und so viel Grad, so und so lange, ne, und dann holt man es raus und wenn man es richtig gemacht hat, wenn man die Handlungsanweisungen korrekt befolgt hat, dann hat man am Ende einen Kuchen. So. Hier ist es genauso, also wenn man die Handlungsanweisung beim Algorithmus richtig befolgt, dann hat man am Ende eine geordnete Folge von Objekten, ne, die vorher ungeordnet waren. Okay. So, wir gucken uns jetzt also einen solchen Algorithmus an, mit dessen Hilfe der Computer, wenn er denn die Anweisungsfolge nacheinander abarbeitet, letztlich von jede beliebige ungeordnete Folge von Dingen in eine geordnete Folge oder geordnete Liste überführt. So, und gucken wir uns mal hier an. Also hier haben wir so ein paar Spielkarten und das geschulte Auge wird erkennen, die sind nicht in der richtigen Reihenfolge, ne? So, das heißt, wir wollen jetzt diese Karten hier in die richtige Reihenfolge bringen, mit Hilfe des Bubble-Sort-Algorithmus. Und ich erkläre jetzt mal kurz, wie der funktioniert an 5 Karten und jeder kann das dann mit einem größeren Beispiel, beispielsweise 10.000 Karten, einfach mal selbstständig anschließend ausprobieren. Okay, also wir haben hier diese Spielkarten
Und wie funktioniert jetzt der Algorithmus? Also der Algorithmus sagt, Computer, nimm dir erstmal die erste Karte und vergleich die mit der zweiten. Ne, wir vergleichen jetzt die ersten beiden Karten miteinander. So. Und wenn die erste Karte größer ist als die zweite, dann, also wenn die linke Karte größer ist als die rechte, dann tausch beide. Ne, das ist in diesem Fall der Fall, also tauschen wir die. Okay. Jetzt mach weiter. Ne? Jetzt nehmen wir diese Karte, die haben wir jetzt hochgetauscht, das machen wir mit der weiter und vergleichen die beiden. Ne? Jetzt gucken wir, wenn die linke Karte größer ist als die rechte, dann tausche, ansonsten lass alles wie es ist. Na, die linke ist nicht größer als die rechte, ne? Die Dame kommt weiter hinten, die Dame ist größer als die 8. Also tauschen wir diesmal nicht und machen mit der hier weiter. So, jetzt gucken wir. Ist die linke Karte größer als die rechte, dann tausch, ansonsten mach nichts. Ne? Ja, aha, die linke ist größer als die rechte, also müssen wir tauschen. Und jetzt nochmal diese Karte nehmen. Ist die größer als diese? Ja, also tauschen. Jetzt haben wir einen Durchgang von dem Bubble-Sort-Algorithmus und jetzt sieht man ganz deutlich, aha, die größte Karte ist jetzt rechts. Wie ist das passiert? Na, ganz einfach, ne? Man hat ja immer zwei Karten miteinander verglichen und die größere von beiden nach rechts gepackt. Ne? Also wenn die größere links war, hat man getauscht. Wenn die größere rechts war, musste man ja nichts machen. So. Das heißt, am Ende von so einem Vergleich war immer die größere von beiden rechts und hat man die nächsten beiden genommen, verglichen und gegebenenfalls getauscht, aber am Ende war immer die größere rechts. So, ne? So dass wir das so lange weitergemacht haben, bis am Ende die größte rechts ist. Wie oft haben wir verglichen? Wir haben einen Vergleich, zwei Vergleiche, drei Vergleiche, vier Vergleiche gemacht. Ne? Bei fünf Karten muss man im ersten Durchgang vier Vergleiche machen, um am Ende die größte Karte ganz rechts zu haben. Ja, jetzt ist die größte Karte ja ganz rechts. Das heißt, wir sehen aber, die andere Restfolge ist noch nicht sortiert. Ne? Die fünf beispielsweise am falschen Platz. Das sehen wir jetzt, ne, der Computer, der muss natürlich ja systematischer vorgehen, aber wir sehen das noch nicht ganz sortiert. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt folgende Situation, also die vier linken Karten, das ist noch eine unsortierte Liste von Karten. Hier rechts ist die größte Karte. Das heißt, die Karte rechts müssen wir nicht mehr anrühren, ja, sondern wir haben jetzt unser Gesamtproblem, eine fünfelementige Liste zu sortieren, nach dem ersten Durchgang reduziert auf ein um eins kleineres Problem. Jetzt müssen wir noch eine vierelementige Liste sortieren. Okay. Nehmen wir mal die vierelementige Liste. Also, wir gehen jetzt genauso vor wie eben, ne? Wir nehmen die ersten beiden Karten, vergleichen. Aha, ja. Ist die linke Karte größer als die rechte? Nein, die rechte ist größer als die linke, also brauchen wir nicht tauschen und wir nehmen die nächsten beiden. Wir vergleichen die beiden. Ah ja, ist die größer als die? Ja, also müssen wir diesmal tauschen. So. Und wir müssen wieder die nächsten beiden nehmen. Diese beiden müssen wir tauschen. Nein, diesmal müssen wir nicht tauschen. Die größere liegt rechts. So. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Bei vier Karten mussten wir drei Vergleiche durchführen. Eins, zwei, drei. Ja? Und jetzt liegt von dieser vierelementigen Liste wieder die größte Karte rechts. Das heißt also, wir haben unser Problem wieder um eins verkleinert. Ne? Hier rechts sieht man, da landet immer die größte Liste, das größte Element der übrigen Teilliste. Das heißt, rechts entsteht so langsam eine sortierte Liste, ne? Oder eine geordnete Liste. So, jetzt gucken wir hier links. Unser geschultes Auge sieht jetzt, sie ist schon fertig, ne? Aber ja, machen wir mal wirklich stupide weiter. Also die 3 und die 5 vergleichen. Aha, ja, brauchen wir nicht tauschen. 5 ist größer als die 3. 5 und 8 vergleichen. Brauchen wir nicht tauschen. 8 ist größer als die 5. Ne? Einen Durchgang hatten wir, wo wir gar nicht tauschen mussten. Also die größte ist wieder rechts. Und jetzt sieht man, beim letzten Mal müsste man vielleicht noch einen Vergleich machen. Ne? 3 und 5 liegen schon richtig. So. Ja. Und jetzt haben wir nur noch eine Liste mit einem Element übrig und das ist ja letztlich sowieso schon von sich aus geordnet. Also, das Grundprinzip des Bubble-Sort-Algorithmus ist, die größte Karte, die wandert in einem Vergleichsdurchgang von links oder von irgendwo, also
nach ganz rechts. Also immer die größere Karte wandert nach rechts, so lange, bis man ganz rechts angekommen ist. Und dann am Ende ist die größte Karte der Liste ganz rechts. So, die ist sozusagen nach oben gebabbelt, sagt man, ne? Also so wie eine Luftblase, die im Wasser nach oben steigt, ist die größte Karte durch diese ganzen Vergleichsoperationen in einem Durchgang ganz nach rechts gewandert. Ja. Und damit hat man ein um eins kleineres Problem gewonnen, nämlich eine Liste mit einem Element weniger, die noch unsortiert ist, die sortiert werden muss. Und dann macht man das Ganze wieder und erhält eine um eins kleinere Liste. Und so weiter. Und jetzt ist die spannende Frage, wie viele Vergleiche muss man denn insgesamt durchführen bei dem Algorithmus, wenn man eine gewisse Anzahl von Karten hat?